Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute kommt die erste Aufnahme aus dem, was ich letztens in meinem Video angekündigt habe, über meine kommenden Dinge, die ich gerne noch besprechen möchte. Und ich hatte ja damals gesagt, dass ich dieses eine PDF bekommen hatte. Ich glaube, das war über einen Kommentar in einem Video mit einem Link dabei, dass ich mir das besorgt hatte. Das heißt Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Also da wird ganz besonders auf die Konkordate eingegangen. Das ist ja von dem Gustav Mix. Und ein Pfarrer aus Stargard, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich hatte dann versucht, ein wenig mehr über diesen Autoren zu erfahren, habe da aber nicht besonders viel Erfolg mit gehabt. Bin aber auf ein Schreiben gestoßen von ihm, das ist ein Buch, besser gesagt, weil das hier, das wir jetzt lesen, das PDF gleich, was ich übrigens zumindest am Anfang über die Kamera lesen werde. Ich weiß nicht, ob ich nachher umschalte und dann ein einfaches Video mache und das PDF so lese, weil ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit das PDF eingeblendet halte, ob ich die ganze Zeit mit der Kamera die Aufnahmen mache. Jedenfalls hatte ich von dem Gustav Mix im Internet dann ein anderes Werk gefunden, das ist aus dem Jahre 1911, also aus demselben Jahr wie das PDF, das wir gleich lesen. Und das ist ein Buch mit dem Titel Aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens. Und mit so einem Titel, ihr kennt mich, kann ich nicht widerstehen und muss ich sagen, das muss ich haben. Und das beginnt gleich am Anfang sehr interessant, weil mir schon öfter von einigen Leuten angetragen wird und ich selbst, bevor es mir von Leuten angetragen wurde, ich auch schon drüber nachdachte, eventuell mal das Buch zu lesen von dem Hönsbröch, der ja das Buch rausgebracht hat, unter anderem, der hat verschiedene Bücher rausgebracht, 14 Jahre Jesuit. Na? Das ist sein Lebensbuch. Und das, darüber spricht der Autor hier, also der Johann Mix, gerade in seiner Einleitung. Da sagt er, in seinem Lebensbuch 14 Jahre Jesuit behauptet Graf Hönsbröch, so scharf er sonst auch in jeder Beziehung über den Jesuitenorden urteilt, für die Kirche selbst sei der Jesuitenorden nicht nur nicht schädlich, sondern sehr nützlich. Interessant, das sagte Hönsbröch. Daraufhin fährt der Autor fort und sagt, es ist mir vollkommen unerfindlich, wie Hönsbröch zu diesem Urteil hat kommen können. Und weiter lese ich da jetzt nicht draus vor, aber das ist genau das, was mich unheimlich intrigiert und anspricht bei solchen Büchern. Und wenn ich dann in das erste Kapitel gehe, der Jesuitismus von diesem Buch jetzt, also nicht das, was wir jetzt gleich lesen werden, sondern das, was ich heute geschickt bekommen habe vom Antiquariat aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens. Im ersten Kapitel, das heißt der Jesuitismus, der Begriff Jesuitismus, fängt er doch tatsächlich an und schreibt, in seiner Schrift »Die Jesuiten und das Deutsche Reich« erzählt Arthur Böttling folgende kleine Geschichte, die er selbst von einem Vollblut-Pariser gehört haben will. Und dann geht er darüber weiter. »Die Jesuiten und das Deutsche Reich«, wisst ihr ja, ist ein Büchlein, das ich mir bestellt habe aus einem Antiquariat in der Schweiz, wo ich damals über 30 Euro für bezahlt habe. Das Ding war damals, als das 1903 gedruckt wurde, 30 Pfennig oder sowas wert. Oder wurde für 30 Pfennig verkauft. Ein ganz, ganz tolles Schreiben, das ich ja inzwischen auf vielen Kanälen, also auf zwei deutschsprachigen Kanälen, veröffentlicht habe. Die Jesuiten und das Deutsche Reich. Ich glaube, ich habe das integriert in die Griesinger Lesung, in der Mitte zwischen Band 1 und Band 2. Müsst ihr da mal reinschauen, da ist das drin. Ein sehr interessantes Werk von dem Arthur Böttling, der ja auch das Buch geschrieben hat, Bismarck und das päpstliche Rom, oder so heißt das, glaube ich. Auch sehr interessant, wo ich auch angefangen habe, das zu lesen. Aber man beginnt so viel und man kommt zu nichts. Deswegen hatte ich ja dieses Video gemacht, wo ich sagte, ich werde mich jetzt auf ein paar ganz wichtige Dinge konzentrieren. Das eine ist der Israel-Betrug, um das jetzt mal ganz kurz mit dem Namen zu erwähnen. Das Werk, dass ich versuchen werde, aus einer eigenen deutschen Übersetzung, also mit Maximilian, der die Übersetzung liefern will, aus dem Englischen The Israel Deception Exploded, direkt zu übersetzen, das Buch zu bringen, mit vielen Extras dabei, und dann eben das, was wir heute lesen, Roms Praxis in Theorie oder Roms Ziele in Praxis und Theorie,
von eben diesem Gustav Mix, von dem ich jetzt gerade heute dieses eine Buch hier erhalten habe. Und ich konnte da nicht widerstehen. Ich habe mir dann heute noch ein anderes Buch bestellt, das auch in diesem Buch, der Schuldbuch der Jesuiten, von dem Arthur Mix erwähnt wird. Und zwar spricht er hier in seiner Einleitung von einem Buch, das ist ein sogenannter Roman. Kann man sagen, von Japan Roman, ja, das ist ja fiktiv, das ist ja nicht interessant. Das heißt Der Jesuit und ist auch im 19. Jahrhundert erschienen und das konnte man noch käuflich erwerben, habe ich im Internet gesehen, das habe ich dann auch gleich gemacht. Und ich möchte da nur zu sagen, man sollte sich von solchen Sachen nicht missleiten lassen, dass man denkt, ach, das ist ein Roman, das ist ja alles fiktiv, das ist ja fiktiv, das ist ja gar nicht wahr. Gerade mit solchen Themen wie den Jesuiten ist es leicht, um die Wahrheit zu schreiben, aber dann eben nicht als die Wahrheit zu verkaufen, sondern als Roman zu verkaufen. Als Roman lesen die Leute das eher, aber wer die Lesungen von Griesinger über den Jesuitenorden und ihr geheimes und offenes Wirken von der Gründung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von mir gelesen hat oder meine Lesungen gehört hat, die zwischen Anführungszeichen ziemlich unglaublichen Geschichten, die da drin stehen, die alle dokumentiert sind, die ja stattgefunden haben, und zwar so, wie der Autor sie niedergeschrieben hat, die ja oftmals eben auch im Archiv selber nachzuschauen sind, das kann man ja selber machen, wenn man da ein wenig Zeit und Geld für investiert, in diese Nachforschungen zu tun. Das sind auch Dinge, von denen hätte man das als Roman verkaufen können. Und ich sag's mal so, wir leben in einer Welt, die, wie ihr wisst, vom Antichristen regiert wird. Ja? In dieser Welt, die vom Antichristen regiert wird, wird uns auch oftmals die Wahrheit erzählt in der Form von, zwischen Anführungszeichen, Unterhaltung. Also zum Beispiel Romanen. Ja? Es gibt viele sogenannte Romane, die basieren auf wahren Geschichten. Ich kenne das Buch Der Jesuit jetzt noch nicht, was ich mir jetzt gerade bestellt habe. Also ich lehne mich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, um das so zu behaupten. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Jesuitenorden im Laufe der Jahrhunderte genügend Geschichten produziert hat, die man als Roman dann verfassen kann. Nur wenn man es als Roman verfasst, dann lassen sie einen auch in Ruhe, weil ja, dann ist es ja eben unter der Überschrift Fiktion oder Unterhaltung eben kein Sachbuch, es ist ja eben keine geschichtliche Aufarbeitung. Deswegen konnte der Autor das Buch vielleicht veröffentlichen. Ich bin gespannt, wenn ich es bekomme, irgendwann jetzt in der ersten oder zweiten Woche des Monats Mai 2021. Ich werde deswegen jetzt meine Pläne nicht ändern und das auch dann gleich direkt hier online lesen. Ich werde meine Pläne so durchziehen wie angekündigt, sonst muss ich das ja auch nicht ankündigen. Aber wie gesagt, ich wollte euch damit nur mal anzeigen, wie man von einem ins andere kommt. Ja, da kriege ich durch einen Kommentar einen Link zu einem PDF, das wir jetzt gleich anfangen werden zu lesen. In dem PDF will man dann nur den Autoren recherchieren, kommt dann auf ein anderes Werk davon, in dem Werk liest man dann wieder von anderen Werken und so geht es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und so ging es auch immer weiter schon seit ich angefangen habe mit meinen Studien. Also die ganzen Studien, die ich gemacht hatte, angefangen Ende 2010 zur neuen Weltordnung, wo ich damals langsam aufgewacht bin zu einer Realität, die eine andere war als die, bis der ich dahin dachte zu leben, die sorgt immer dafür, dass man aus Neugierigkeit immer weiter getrieben wird und immer weitere Brunnen haben will und diese Brunnen, um sie dann zu verifizieren, auch wieder misst an anderen Dingen, an anderen Publikationen und je näher diese Publikationen an der Bibel sind, desto besser, weil nur in der Bibel steht die absolute unleugnbare Wahrheit. Ja, das ist das einzige Buch, das wir in der Hand halten, wo wirklich kein einziges Wort gelogen drin ist. In allen anderen Dingen kann man sich da nicht sicher sein, aber die Bibel ist eben von Gott. Und wir leben hier in einer materiellen Welt, wo wir eben auch darauf angewiesen sind, auf die Mitarbeit unserer Mitmenschen. Und solche Leute wie Gustav Mix, der als Pfarrer in Stargard damals wohl gearbeitet hat und Dinge geschrieben hat, finde ich dann schön, wenn man die mitnimmt und wenn man dann eben das, was man hierin liest, einerseits dokumentiert bekommt, weil das PDF, das wir jetzt gleich beginnen zu lesen, ist sehr gut dokumentiert. Das werdet ihr in den Fußnoten sehen. Wenn er später über die Konkordate spricht, wie zum Beispiel von Ecuador, von Costa Rica, Honduras und solchen Ländern, also hauptsächlich lateinamerikanische Konkordate werden hier erwähnt in dem Buch.
Dann erwähnt er die Konkordate, dann erwähnt er die Publikationen, wo das drin erschienen ist, und die kann man so versuchen, sich rauszusuchen. Nur, man findet natürlich nicht alles im Internet, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Also man muss auch hier und da ein bisschen Vertrauen haben, dass das schon so ist. Sonst muss man wirklich Geld und Zeit haben, um in der Welt rumzureisen und diese Archive, Bibliotheken und solche Sachen selbst zu besuchen und das rauszukramen. Und das ist gerade heute in den Zeiten, wo sie diesen Virus auf die Dummheit der Menschen loslassen, nicht mehr so leicht, um so überall rumzureisen, mal eben in die Dominikanische Republik zu fliegen oder nach Costa Rica und sich da vielleicht irgendwelche Archive der römisch-katholischen Kirche anzuschauen. Also da müssen wir dann eben auch darauf vertrauen, dass die soweit das sind, was der Autor sagt. Und wir können natürlich versuchen, im Internet so viel wie möglich von der Wahrheit daran zu messen. So, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Weiß gar nicht, wie lange habe ich denn gesprochen. Mal eben auf die Uhr gucken hier. 11 Minuten, ja, so 10 Minuten dachte ich mir, ja. Und nachdem das jetzt vorbei ist, gehen wir mal kurz uns das PDF anschauen, das ich hier mitgebracht habe für euch heute. Das habe ich nicht selbst gescannt, das wurde gescannt, aber es ist, ich habe es an Bruder Marius gefragt. Es ist mit seinem PDF-Programm nicht so zu bearbeiten, dass ich hierbei Dinge rauskopieren kann, also Text rauskopieren kann, um zum Beispiel Zitate wiederzugeben. Wenn ich das machen will, dann muss ich das selbst vollständig eintippen. Ich kann unbekannte Wörter nicht einfach jetzt irgendwie Copy-Paste machen, um zu sagen, ah, das ist der und der Buchstabe. Also wenn ich hier irgendwo hängen bleibe, weil ich einen Buchstabe wieder mal nicht lesen kann, was immer nach all den Frakturschriftbüchern, die ich bereits gelesen habe, immer noch mal passieren kann, dann kann ich das hier halt nicht rauskopieren. Und auch mit den farblichen Unterstreichungen, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das begriffen hatte, aber die kann ich halt nur machen, wenn ich die Maus ganz langsam rüberziehe und dann die Dinge selbst farblich hinterlege. Und da kann ich dann sogar einen Kommentar zu schreiben, also eine Notiz zu nehmen. Ich habe das aber noch nicht mit dem ganzen Buch gemacht. Gerade die ersten Seiten, die wir jetzt lesen werden, sind davon unberührt. Da habe ich noch nicht gemacht. Aber wir schauen uns mal eben an, mit was wir es überhaupt hier zu tun haben. Auf der ersten Seite, das ist die, die hier bei mir vorm Computer sitzend hier links ist, ja, Roms Ziele, wo das groß steht, das ist die Hauptseite, das ist die erste Seite. Ich schätze mal, das andere ist die ja, Innenseite des Umschlages, so wie man das sieht. Das ist so ein kleines Büchlein. Es hat nicht viele Seiten, wie ihr seht. Das hat hier im PDF 22 Seiten, aber jede Seite, die so doppelt beschrieben ist, zählt als 1. Also wir haben es in total mit 44 Seiten ungefähr zu tun. Steht oben drüber: Flugschriften des Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen. Also ich fände es wunderbar, wenn wir so etwas heutzutage überhaupt noch haben würden. Aber wir leben heute in der nach Zweiten Vatikanischen Konzilzeit, also nach 1965. Ihr wisst ja, das evangelikale Konzil 1965 oder 62 bis 65 damals stattgefunden hat, wo der Protestantismus im Grunde die Waffen gestreckt hat. Ja. Spätestens 1999 mit der gemeinsamen Erklärung zur Erlösungslehre oder zur Glaubenslehre von Martin Luther, was die römisch-katholische Kirche zusammen mit der lutheranischen Kirche weltweit unterzeichnet hat, hat der Protestantismus die Segel gestrichen, also seine Kapitulation im Grunde erklärt. Aber hier, das ist halt von 1911, da gab es das noch, da gab es noch sehr viel protestantisches Gedankengut in Deutschland, bei dem deutschen Volk auch. Und da hat es eben solche Flugschriften gegeben, wie diese hier eine ist, genauso wie die Jesuiten und das Deutsche Reich im Grunde auch so eine Flugschrift war, so ein Heftchen war, was damals verteilt wurde für wenig Geld. Hier seht ihr die vier Reden zum Beispiel, kosten 40 Pfennig, das hier 25 Pfennig. Hier steht jetzt selbst kein Preis bei, aber man sieht nochmal 302-3, das ist eine ganze Menge, was die damals anscheinend veröffentlicht hatten. Ja? Und eine dieser Flugschriften des Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen, die es heutzutage leider nicht mehr gibt, ist hier jetzt mit dem Titel betitelt Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Von Gustav Mix, der ein Pfarrer ist in Stargard, und das ist veröffentlicht in Halle an der Saale, also was wir heute Ostdeutschland nennen, was eigentlich Mitteldeutschland ist, beim Verlag des Evangelischen Bundes. So sieht die erste Seite aus.
Dann sehen wir hier auch noch mal ein paar, ja, Reklame, möchte ich mal bitte sagen, für ein paar andere Flugschriften, die hier verteilt wurden, also Reden und Vorträge gehalten bei der 23. Generalversammlung des Evangelischen Bundes zum Beispiel. Drei Reden zur Zeitlage, was natürlich 1911 auch nicht uninteressant war, eine Vorbereitung des Ersten Weltkrieges, der ja schon stattgefunden hat zu der Zeit, also die Vorbereitungen, die stattgefunden haben. Die evangelischen Missionen in den deutschen Schutzgebieten, na, da geht es also hauptsächlich, denke ich mal, um die sogenannten Kolonien, die Deutschland hatte. Gemeinsame Weltanschauung, Ultramontanismus, Protestantismus von Generalsuperintendent Dr. Kastan aus Kiel. Auch ganz interessant, ne? Gemeinsame Weltanschauung, Ultramontanismus und Protestantismus. Wie stehen die beiden denn zueinander? Und dann noch die vier Reden. Okay, hier geht dann das Buch los. Da werden wir gleich drin lesen. Ich wollte nur eben erstmal ganz kurz durchblättern, dass wir hier sehen, wie das aussieht. Ihr seht, das ist alles Frakturschrift. Ich werde es gleich ein bisschen größer machen, dann ist es leichter für mich, das vom Bildschirm zu lesen. Und hier habe ich dann gemerkt, dass ich jetzt doch irgendwie, also so lange hatte ich den Marius geplagt, mir eine Ausgabe dieses Buches zu geben, wo ich Notizen und sowas nehmen kann. Das ging dann nicht. Und dann habe ich hier halt angefangen, farbliche Hinterlegungen zu machen, Notizen dabei zu nehmen. Und hier habe ich dann die verschiedenen farblichen Hinterlegungen gemacht und im weiteren Lesen und Studieren des Buches ein paar Dinge angestrichen, die mir sehr wichtig erschienen. Vor allen Dingen die Ausrufezeichen sind wichtig, weil da stehen wirklich, wirklich wichtige Dinge, die wir dann auch nicht nur lesen, sondern wahrscheinlich hier und da auch nochmal extra besprechen werden. Hier unten dran seht ihr die Fußnoten, die der Autor halt immer gibt, über die Original, Brunnen, die er hier zitiert, oftmals in Lateinisch, leider, ne, in Latein. Die Werke, wo das drin steht, die Seitenangabe und so weiter, oder eben teilweise auch nur eine nähere Erklärung textmäßig zu dem, was er in seinem Text geschrieben hat, in der Originalsprache hier. Hier zum Beispiel sehen wir etwas geschrieben in Italienisch über die Republik Haiti, ja, auch interessant. Costa Rica, hier geht es also um das Konkordat von Costa Rica, Ecuador, und so weiter, Kolumbien, Malta, auch ganz interessant, wo niemals der Protestantismus eine Rolle gespielt hat, vom römischen Standpunkt aus ein besonderes Zugeständnis. Ah, da gehen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Wie ihr seht, inzwischen sind wir schon auf Seite 18, 19 von 22, also wir kommen hier zum Ende. Hier habe ich halt die ganzen Anstreichungen gemacht. Und das ist dann nochmal die letzte Seite, wo wir nochmal wieder Reklame haben für zum Beispiel hier die Inquisition, Wartburger Heft von Gustav Mix. Das werde ich auch mal probieren, ob ich das vielleicht irgendwo im Antiquariat, ob ich dem habhaft werden kann. Die deutsch-evangelische Diaspora im Auslande, das dürfte auch ein ganz interessantes Thema sein. Und wie gesagt, da kann man ja mal sehen, um solche Dinge sich in der Zukunft auch nochmal anzueignen und zu studieren, weil was sie damals alles geschrieben haben, hat heute oftmals noch eine unglaublich wichtige Wirkung, ist sehr aktuell, oftmals, also nicht alles, aber doch oftmals ist es sehr aktuell. Und wollen wir mal sehen, dass wir jetzt anfangen hier. Ich muss das, glaube ich, auf 200% oder sowas bringen, um das einigermaßen lesen zu können. 250 ist sogar noch besser. Bringen wir es mal auf 250. Und wie ihr dann seht, natürlich, dann haben wir Seitenumbruch und alles drum und dran. Wollen wir mal sehen, ob ich das jetzt einigermaßen so lesen kann. Im Anfang bleibe ich jetzt nochmal mit der Kamera machen. Wenn ich dann nachher umschalte auf normale Lesung, dann werde ich euch das mitteilen. Aber es werdet ihr dann auch sehen, weil es sind ja dann Bilder eingeklebt, also zumindest mein Stunde der Wahrheit Bild, und ansonsten lese ich dann weiter. Also ich werde hier nicht die ganze Zeit das PDF wahrscheinlich einblenden. Aber jetzt zum Anfang, nach knapp 20 Minuten Einleitung, wo wir das Buch mal kurz durchgeblättert haben, gehen wir halt in das Buch oder in das Büchlein, in die Flugschrift herein, Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Im ersten Kapitel geht es um Roms Ziele in der Theorie. Rom hat niemals ein Hehl aus seinen letzten Zielen und Absichten gemacht.
Wohl hat es sich manchmal im Hinblick auf die betrüblichen Zeitläuste genötigt gesehen, also ich denke, das würden wir heute Zeitleiste nennen, genötigt gesehen, diese oder jene Forderung einstweilen zurückzustellen oder doch weniger scharf zu vertreten. Und zumal die Verteidiger des römischen Systems, denen allzu offenherzige Kundgebungen der Kurie je und dann ihre politischen Kreise zu stören drohen, haben es zu einer keineswegs gering zu veranschlagenden Fertigkeit in der Kunst des Abschwächens und Umdeutens gar zu verfänglicher Äußerungen des unfehlbaren Lehramts gebracht. Das unfehlbare Lehramt, wie wir hier lesen, da müssen wir uns ja mal eben bewusst von sein, wir sprechen hier über den Papst, der, ne, unfehlbar, wenn ich das anstreichen will, dann muss ich das so ganz langsam machen, unfehlbares Lehramt. Der Papst wurde ja auf dem Vatikanischen Konzil 1870 unfehlbar erklärt, wenn er ex cathedra von seinem Thron in Glaubensdingen spricht. Und das wird natürlich hier auch nochmal angegriffen von den Autoren. Gar zu verfängliche Äußerungen des unfehlbaren Lehramts. Ne? Also man muss schon aufpassen, was der Papst jetzt da genau sagt, weil schließlich ist er ja unfehlbar und da wird alles ganz genau unter die Lupe gebracht. Übrigens, zur selben Zeit, so Mitte des 19. Jahrhunderts, gründete sich eine altkatholische Kirche. Das ist auch etwas, was viele Leute nicht wissen. Der Döllinger war da, glaube ich, einer der mitbegründenden Personen zu. Und die altkatholische Kirche, die sich damals in den Niederlanden und Deutschland gegründet hatte, war eine Kirche, die nicht einverstanden war mit der ultramontanen und Unfehlbarkeitslehre des Papstes. Ja? Das ist die altkatholische Kirche. Nur mal eben so nebenbei erwähnt, weil das habe ich gerade heute in einem Video von Bruder Brett Norman gesehen. Da war in einer Fußnote etwas über die altkatholische Kirche in seiner englischen Lesung und da wusste er nicht, was das war. Und da habe ich ihm das übersetzt und den Link damit reingemacht. Das gibt es natürlich auch in Englisch und so kann er das auf Wikipedia nachlesen und ihr auch mal, was altkatholisch eigentlich bedeutet. Also altkatholisch sind diejenigen, die die Unfehlbarkeitslehre des Papstes im Grunde nicht akzeptieren. Es gab da einige Bischöfe und Kardinäle auch, die dagegen angegangen sind und die die Lehre nicht unterstützt haben, des Vatikan in der Zeit. Und einige davon sind auch ziemlich schnell abgelebt, nachdem sie dagegen protestiert hatten. Also das nur mal eben zu dem Thema. Gut. Fahren wir fort im Text. Rom selbst jedoch hat weder in seinen offiziellen noch offiziösen, also inoffiziellen Kundgebungen jemals auch nur den mindesten Zweifel darüber gelassen, dass es unabänderlich an seinen einmal erhobenen Ansprüchen festhält und sich seine Ziele nicht verrücken lässt. Niemals hat Rom irgendetwas zurückgenommen oder auch nur offenkundige Missgriffe als solche anerkannt und bedauert. Nun, das ist ein interessanter Punkt. Da sollten wir vielleicht mal kurz bei stehen bleiben und etwas bei besprechen. Rom hat niemals etwas zurückgenommen. Ich hatte gerade das Zweite Vatikanische Konzil von 1965, also zwischen 1962 und 1965 erwähnt. Dieses Zweite Vatikanische Konzil, das das evangelische oder das evangelikalische Konzil war, also das Konzil, das die Evangelikalen, die sogenannten Protestanten, wieder zurückbringen sollte unter die Fittiche von Rom, was dann ja auch in der nahen Zukunft nach Beendigung des Konzils mehr oder weniger passiert ist. Ich hatte den Vertrag von 1999 zwischen der Lutheranischen Weltweiten Vereinigung zur gemeinsamen Glaubenserklärung ja bereits erwähnt. Auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Päpste, die das geleitet haben, das waren zwei, das, der eröffnende Papst des Konzils war Johannes der 23., meine ich, und danach war es Paul der 6., und die haben alle Lehren, die bereits in dem Tridentinischen Konzil zwischen 1545 und 1563, interessant, dass ungefähr 400 Jahre nach Beendigung des Tridentiner Konzils
dieses Zweite Vatikanische Konzil begann, ne, 1563 auf der einen Seite und 1963 auf der anderen. Und alle Verfluchungen, alle Dogmen, alle Standpunkte, die die römisch-katholische Kirche damals in diesem ersten von den Jesuiten einberufenen Konzil des 16. Jahrhunderts erklärt hat, verbreitet hat, gelehrt hat und seitdem in der Welt auch probiert durchzusetzen, all diese Lehren, Dogmen und so weiter wurden im Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt. Das Zweite Vatikanische Konzil, also in Anlehnung des Ersten Vatikanischen Konzils 1870 mit der Unfehlbarkeit, hat man das 1963 bis 1965 als Zweites bezeichnet. Dieses Konzil hat alles das bestätigt, was in Trient damals beschlossen wurde. Während man aber in Trient zum Beispiel noch offen über Ketzer gesprochen hat, diejenigen, die sich also dem Protestantismus zuwenden, diejenigen, die sich also einer anderen Glaubensrichtung als dem Katholizismus zuwenden, so nennt man sie im Zweiten Vatikanischen Konzil jetzt offen mit Armen empfangende geteilte Brüder, geschiedene Brüder, ja? Separated Brethren oder irgendwas in der Richtung in Englisch nennen sie das. Also das sind die Brüder, die halt im Augenblick nicht dabei gehören. Ja? Aber wir sprechen immer noch über Ketzer. Das Directorium Inquisitorum ist niemals aufgehoben worden. Die Inquisition hat sich zwar vom Namen her verändert, ist aber an sich niemals aufgehoben worden. Hat sich evolviert, ja, ist heutzutage, oder evolutioniert, ist heutzutage etwas anderes als das, was sie damals war. Aber im Prinzip ist sie immer noch da und immer noch dasselbe. Ja. Und wenn wir jetzt hier in diesem Buch genau diesen Punkt lesen, dass niemals hat Rom irgendetwas zurückgenommen, da sagen viele Leute, ja, aber schau doch mal das Zweite Vatikanische Konzil, da wurden doch viele Dinge so und so gesagt. Ja, aber die Römer haben eins sehr, sehr gut im Griff und das ist Kasuistik und Sophistik. Das heißt, sie gebrauchen andere Worte, aber sie meinen hintergründig ganz genau das Gleiche. Ja? Sie sprechen mit gespaltener Zunge, wie eben auch die Schlange. Das darf man nicht vergessen. Der Autor bemerkt hier sehr gut, dass Rom niemals etwas zurückgenommen hat. Sie lassen, sie verrücken ihre Ziele nicht oder sie haben auch niemals offenkundige Missgriffe als solche erkannt und bedauert. Jetzt könnt ihr sagen von, ja, aber Jörg, Papst Johannes Paul II. Hat doch im Jahr 2000 mit seinem Mea Culpa, die sich entschuldigt für die Inquisition. Na, also erstens mal, ganz, ganz wichtiger Punkt, erstens mal kann der Papst immer geistige Vorbehalte einrufen, wenn er irgendetwas sagt. Und zweitens, als der Papst sich für die Inquisition so gesagt entschuldigt hat, sprach er nicht ex cathedra. Er sprach nicht unfehlbar in Glaubensfragen von seinem Thron, sondern er hat es so gesagt. Er stand, weiß ich nicht mehr, im Petersdom irgendwo auf dem Balkon oder was weiß ich, wo der stand. Ist auch wurscht, kann man sich heraussuchen. Aber er hat nicht ex cathedra gesprochen. Das heißt jetzt nicht, er muss dafür spezial auf dem Stuhl sitzen und das sagen. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass er in Glaubenslehren unfehlbare Aussagen macht. Und seine Entschuldigung für die Inquisition, für die Ermordung von Millionen und Abermillionen Menschen durch die Jahrhunderte, durch die römisch-katholische Kirche, die andersdenkend waren, die Entschuldigung ist so viel wert wie ein Fliegenschiss an der Windschutzscheibe. Das klingt jetzt brutal, ne? Ist aber so. Diese Entschuldigung bedeutet überhaupt nichts. Selbst wenn, sie ist es nicht, aber selbst wenn sie ex cathedra gesprochen worden wäre, machen ein paar Worte Jahrhunderte, fast Jahrtausende lange Verfolgung, Ermordung, Folterung wieder gut? Es ist nicht an uns, darüber zu richten. Es ist an unserem Herrn, um darüber zu richten, am Tag des Gerichts. Und er wird es tun.
Aber Autoren in dieser Welt bedienen sich natürlich Aussagen der römisch-katholischen Kirche und deuten sie auf eine bestimmte Art und Weise, genauso wie ich das auch tue. Und der Autor Gustav Mix kommt hier mit mir zu demselben Schluss, dass Rom niemals etwas zurückgenommen hat. Oder auch nur offenkundige Missgriffe, also zum Beispiel die Inquisition als solche anerkannt und bedauert. Und selbst wo sie das getan hat, hier im Jahr 2000, also durch Papst Johannes Paul II., selbst da ist das nichts wert. Ja? Hören wir mal zu, was der, oder lesen wir mal weiter, was der Autor uns zu dieser Geschichte weiterhin zu sagen hat. So sucht man römischerseits auch heute noch die Verurteilung Galileis zu rechtfertigen. Und selbst Reformkatholiken wie Erhard beteiligen sich augenscheinlich, um ihre Rechtgläubigkeit zu beweisen. Ja? An dieser Mohrenwäsche. Ja? Mohrenwäsche, sowas darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Ne? Ein Mohr ist, was ich früher gelernt habe, ein Neger, ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe. Und an dieser Mohrenwäsche, man will die Wäsche alles sauber und rein kriegen, das heißt vor allen Dingen will man es weiß kriegen in unseren Kontreien. Ja? Und wenn man einen Mohr wäscht, dann kann man so viel waschen, wie man will, der wird nicht weiß, weil die Farbe lässt sich nicht abwäschen. Also abwaschen. Und das meint er hier mit der Mohrenwäsche. Das ist natürlich heute zwischen Anführungszeichen politisch nicht mehr korrekt, aber politische Korrektness, da fege ich ja sowieso meinen Hintern dran. Das macht mir nichts aus. Aber es ist ganz wichtig, dass wir eben begreifen, um ihre Rechtgläubigkeit zu beweisen, das ist Mohrenwäsche. Ich drücke es mal so aus. Ja? Die Rechtgläubigkeit oder die Rechthaftigkeit der römisch-katholischen Kirche ist Mohrenwäsche. Das heißt, unbegonnene Arbeit führt zu nichts. Und das Zitat von dem Erhard, der hat hier ein Werk geschrieben, auf Seite 151 ist das Zitat heraus, das ist von 1902, der Katholizismus und das 20. Jahrhundert, dürfte auch interessant sein, sich mal zu besorgen und vielleicht mal durchzulesen. Na? Also, so sucht man römischerseits auch heute noch die Verurteilung Galileis zu rechtfertigen. Ne? Die versuchen immer noch zu sagen, das war auch richtig, was wir gemacht haben. Und selbst Reformkatholiken beteiligen sich augenscheinlich, um ihre Rechtgläubigkeit zu beweisen, an dieser Mohrenwäsche. Also an dieser Arbeit, die zu nichts führt. Von den entsetzlichen Inquisitions- und Hexenbullen der römischen Päpste aber vollends ist, um hier nur dies eine zu nennen, bisher auch nicht eine einzige aufgehoben oder außer Geltung gesetzt worden. Hallo, das ist mein Punkt, als ich gerade eben die Inquisition angesprochen hatte. Wenn Papst Johannes Paul II. Sich da 2000 hinstellt und sich für die Inquisition, die Verfolgung, alles entschuldigt, ist aber heute auch immer noch derselbe Standpunkt wie damals, weil die römisch-katholische Kirche hat keine einzige Bulle, in denen sie damals die Ketzer verurteilten, zurückgerufen, zurückgezogen, null und nichtig erklärt. Das geht nicht. Denn eine päpstliche Bulle ist, sobald sie veröffentlicht wird, Teil des Lex Canonicus, also des kanonischen Rechts. Rex Canonicus, muss man sagen. Ja? Des kanonischen Rechts, das ja damals in 533 von Justinian der römisch-katholischen Kirche gegeben wurde. Ne? Wisst ihr, das ist eine der Zahlen, die gebraucht wird, um die 1260 Jahre des Antichristen zu zählen, 533 bis 1793, Anfang der Französischen Revolution. Diese Bullen sind alle, sobald sie veröffentlicht werden, Teil des kanonischen Rechts und sind damit unwiderrufbar. Da bin ich ja damals auch in der Lesung von Herrscher des Bösen drauf eingegangen, weil wir ja davon gelesen hatten, dass Papst Paul III., also Antichrist immer, ne? Antichrist Papst Paul III. 1540 die Jesuiten ordiniert hat und Antichrist Papst Clemens XIV. 1773 die Jesuiten mit seiner Bulle Dominus ac Redemptor Nostor verboten hat. Ja? Das heißt, er hat damit im Grunde die Bulle der Inauguration, also der Inarbeitstellung der Jesuiten,
nichtig erklärt. Das geht aber nicht, das kann man nicht machen. Und der Autor fährt dann hier auch fort und sagt, die Bulle von Antichrist Innozenz dem IV. Ad extirpanda vom 5. Mai 1252. Ja? Die Magna Carta der mittelalterlichen Inquisition besteht auch heute noch ebenso zurecht wie die Hexenbulle Innozenz des 8. Summis Desiderantis vom 5. Dezember 1484 und auch die Bulle Pauls des 3. Licet ab Initio vom Jahre 1542, die der modernen Inquisition ihre Schlagkraft gegen den Protestantismus verlieh. So, wenn wir jetzt nochmal hier auf diesen letzten Punkt einmal kurz eingehen wollen. Ja, hier geht es ja um Papst Paul III., hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Das ist derjenige, der 1540 die Jesuiten ordiniert hat, also Ignatius von Loyola und seine sechs Folger oder seinen sechs Folgern, die Gründungsurkunde der Jesuiten im Grunde akzeptiert hat für die römisch-katholische Kirche. Das war unter der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, die Kirche im Krieg. Und der hat ein paar Jahre später Licet ab Initio veröffentlicht in einer Bulle 1542, wo er die Inquisition aus den Händen der Dominikaner, aus den Händen der Franziskaner genommen hat und sie den Jesuiten übertragen hat. Und diese Bulle ist immer noch rechtsgültig, genauso wie die Bulle Summis Desiderantis und die Bulle, die wir weiter oben gelesen haben, Ad Extirpanda. All diese Bullen sind immer noch gültig. Papst Johannes Paul II. Hat in 2000, als er sich dafür entschuldigt hat, nichts davon zurückgenommen. Keine einzige dieser Bullen aus dem Verkehr gezogen, was er auch gar nicht machen könnte. Er würde damit ja der Unfehlbarkeit der römisch-katholischen Kirche widersprechen, wenn man eine Bulle, die römisch-katholisches Recht ist, auf einmal widerrufen würde. Von daher ist seine Aussage von 2000, wo er sich für die Verfolgung entschuldigt hat, wie gesagt, so viel wert wie Fliegendreck auf der Windschutzscheibe. Nämlich gar nichts. Nur hier und da ist das mal ein bisschen irritierend. Wenn man mit dem Wischer rübergeht, dann verschmiert man damit die ganze Windschutzscheibe. Es irritiert kurz, aber es ist nichts wert. Ja? Und damit öffnet der Autor dieses Schreiben. Als ich diese ersten paar Sätze gelesen habe, auf dieser allerersten Seite, habe ich gesagt, das ist ein Schreiben, das möchte ich doch gerne meinen Brüdern und Schwestern auch nochmal vorlesen. Das möchte ich in Stunde der Wahrheit nochmal bringen. Und deswegen füge ich das jetzt noch als eine der letzten Lesungen, wie ich angekündigt hatte, hier nochmal mit ein. Und ich hoffe, dass ihr das inzwischen genauso interessant findet, wie ich es gefunden habe. Vor allen Dingen, wo wir jetzt weiterlesen werden. Nämlich, dafür fährt der Autor fort, hat aber Papst Pius VII., jetzt wollen wir eben den Seitenumbruch hier machen, Papst Pius VII. Es in seinem Schreiben an den Nuntius in Wien im Jahre 1805 bitterlich beklagt, dass die Kirche der traurigen Zeiten wegen, Zitat, diese ihre heiligsten Maximen einer verdienten Strenge gegen die rebellischen Feinde des Glaubens nicht anzuwenden vermöge. Ja? Das Zitat ist genommen aus Gefkins Buch Staat und Kirche, Berlin 1875, auf Seite 396, da ist das erschienen. Ja, also wie gesagt, die Quellenangaben sind hier immer sehr, sehr gut in diesem kleinen Büchlein. Ja, diese ihre heiligsten Maximen einer verdienten Strenge gegen die rebellischen Feinde des Glaubens nicht anzuwenden vermöge. Hier muss man natürlich wissen, Papst Pius, der, was war es jetzt, 5., glaube ich, ne, hatten wir gerade eben gelesen. Der 7., Entschuldigung, ja, der 7., nicht der 5. Pius der 7. ist derjenige, der, dass er hier 1805, dass er das sagt, ja, hier, 1805. Ein paar Jahre später, 1814, hat er die Jesuiten wieder in Arbeit gestellt. Also hat die Verdammung des Jesuitenordens aufgehoben. Der Name seiner Bulle entfällt mir im Augenblick, den weiß ich jetzt nicht. Und hat gesagt, dass also in der Zukunft die auch nicht mehr zu verdammen sind, die Jesuiten. Das geht gar nicht mehr. 1814 haben die Jesuiten ihre Macht zurückbekommen. 1815 konnten sie dann ihren Schauspieler, den sie eingesetzt hatten, um sich zu rächen, erstmal abschieben. Das war dann Napoleon, der in Waterloo dann untergegangen ist und dann aufs Exil abgeschoben wurde. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen, ja, um nochmal auf die Mohrenwäsche zurückzukommen.
Und dann haben sie die drei Geheimverträge geschlossen mit den führenden Adelshäusern in Europa zwischen 1815, 22 und 23, die Verträge von Wien, Verona und Kiri. Und hier eben gehen wir auf diese Dinge ein, was Papst Pius der Siebte, der also die Jesuiten wieder in Arbeit gestellt hat, sagt: Diese ihre heiligsten Maximen einer verdienten Strenge gegen die rebellischen Feinde des Glaubens nicht anzuwenden vermöge. Und bekanntlich hat es auch Pius der Neunte, na, der Pio Nono, da haben wir schon oftmals drüber gesprochen, im 24. Satz des Syllabus vom Jahre 1864 unter die verderblichsten Irrtümer der Zeit gerechnet, wenn behauptet werde, dass die Kirche nicht nachhaben solle, Zwangsmittel anzuwenden. So. Was sagt Antichrist Pius der Neunte im Syllabus der Fehler 1864? Wenn behauptet werde, dass die Kirche nicht die Macht haben solle, Zwangsmittel anzuwenden, dann ist das ein verderblicher Irrtum. Also mit anderen Worten, die Kirche habe Macht, Zwangsmittel anzuwenden. Das ist die Legitimierung, muss man versuchen, Deutsch zu sprechen, Entschuldigung. Das ist die Legitimierung der Inquisition. Das ist die Legitimierung der Verfolgung durch die Jahrhunderte und auch dessen, was sie heute machen. Wenn die in Rom irgendwo einen Krieg auf dieser Welt anfangen, dann tun die Gottes Werk. Denken sie. Ja, sie tun auch Gottes Werk, aber nicht des Gottes der Bibel, sondern des Gottes des Selbsternannten, des Selbsterhobenen Gottes. Dann werden wir auf den zweiten Absatz gleich weiterfahren, aber das mache ich dann in einer anderen Aufnahme. Hier werde ich dann jetzt die Videoaufnahme beenden und dann werde ich ganz normal weiterlesen in einer normalen Aufnahme. Da werden wir uns dann gleich ab dem zweiten Absatz weiterhören. Genau so hat Rom sich in allen Fragen verhalten, die jemals in den Bereich seines Urteils getreten sind. Es wäre daher unrecht, wollte man die päpstliche Kurie, wie es manchmal geschieht, der Heuchelei zeihen. Gewiss sind manche von ihren offiziellen Kundgebungen, entsprechend den sonstigen Gepflogenheiten des jeweiligen Papstes, konzilianter in der Form, aber in der Sache vergeben sie sich nichts. Das gilt zum Beispiel auch, wie aber in der Sache, Entschuldigung, das gilt zum Beispiel auch, wie Hönsbröch, na, in seinem Werk Moderner Staat und Römische Kirche aus 1906 auf Seite 50 fortfolgende deutlich macht, von dem vielberufenen Rundschreiben Antichrist Papst Leos des 13. vom 1. November 1885, das getitelt ist Immortale Dei, worin der zwischen Anführungszeichen Friedenspapst sein kirchenpolitisches Programm entwickelt. Zu dem Ganzen, was wir hier gerade eben gelesen haben, muss ich jetzt noch mal einen kleinen Kommentar loswerden. Also, erstens sprechen wir hier von Hönsbrech. Den hatte ich ja vorher schon mal erwähnt. Der hatte ja das Buch geschrieben, unter anderem, ich sagte das Buch, er hat ja auch verschiedene Bücher geschrieben. Das Buch, für das er am meisten bekannt ist, ist das Buch 14 Jahre Jesuit. Ein paar hundert Seiten lang und man findet das auf YouTube sogar als Lesung, aber das ist ein Audiobuch, ich meine selbst mit einer Computerstimme, also wer sich das antun will, ich habe es mal versucht da reinzuhören, das ist 9 Stunden oder so halt lang, da habe ich nicht lange durchgehalten. Aber ein interessantes Buch, nur wie gesagt, der Autor hier hat in seinem Buch, das ich ja heute erhalten hatte, das ich mir bestellt hatte, das aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens, da bereits eine heftige Kritik drüber gegeben und da war ich von Anfang an der Meinung, dass das Buch wenig wert war, zumal man eben bedenken muss, dass Hönsbroich selber, er, wie gesagt, 14 Jahre Jesuit, Jesuit war. Ich meine, er war sogar Jesuit des vierten Eides, also ein Professet Jesuit. Ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das hier begreift. Hönsbroich schreibt eben in seinem Buch Moderner Staat und Römische Kirche, von dem vielberufenen Rundschreiben Leos des 13. vom 1. November 1885, Immortale Dei, worin dieser Friedenspapst, ne, das ist der Beiname von Leo dem 13., sein kirchenpolitisches Programm entwickelt. Hier, wie überall, ist die römische Position aufs klarste und deutlichste herausgestellt.
Und jeder, der sehen will, kann sich aus den offiziellen päpstlichen Kundgebungen ein genaues Bild machen von dem, was Rom in Wahrheit als letztes Ziel im Auge hat. Es gibt also Dinge, die sie auf der einen Seite sagen und dabei meinen sie auf der anderen Seite ganz andere Dinge. Das ist genau das, was hier steht. Ja, das nennen wir heute auch Kasuistik und Sophistik oder Rome Speech in Neudeutsch. Ja, dass wir ganz genau wissen, Rom meint oftmals etwas ganz anderes als das, was sie offiziell sagen oder das, wie es offiziell klingt. Weil der Friedenspapst, der hier in Anführungszeichen ist, ja, oder auch der Prinz des Friedens, wie der Papst sich auch gerne selber nennt, ist ja ein gestohlener Titel, den er von unserem Herrn Jesus Christus hat. Er ist der einzige Friedensfürst, Prinz des Friedens, unser Herr Jesus Christus und nicht irgendein Papst. Der Autor fährt fort und sagt, dabei dürfte es sich aber empfehlen, das mittelalterliche Rom ganz außer Betracht zu lassen, um so von vornherein dem beliebten Einwand zu begegnen, das heutige Papsttum sei doch ein ganz anderes als das mittelalterliche und jedenfalls in keiner Weise verantwortlich zu machen für die Haltung der römischen Kurie zu jener Zeit, die heute auch noch von Katholiken als nicht immer einwandfrei angesehen wird. Dieser Einwand hält zwar keineswegs Stich, da das gegenwärtige Papsttum sich selbst durchaus und in jeder Beziehung mit dem Mittelalterlichen identifiziert, deswegen hatte ich vorhin Zweites Vatikanisches und Tridentiner Konzil erwähnt, und noch niemals auch nur den leisesten Versuch gemacht hat, seine eigene Vergangenheit zu verleugnen. Rom leugnet nicht, was sie im Tridentiner Konzil damals beschlossen und verkündet haben, was sie damals als Verfluchung ausgesprochen haben. Rom leugnet das nicht, ganz im Gegenteil, die sind da auch noch stolz drauf. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat da nichts von weggenommen. Und auch die ganzen schönen Papstreden zwischen 1965 und heute 2021 nehmen da nichts von weg. Wie gesagt, das Papier vom Konflikt zur Gemeinschaft auf Seite 16 spricht ja davon, dass die römisch-katholische Kirche eben keine andere Geschichte erzählt, nur die Geschichte anders erzählt. Deswegen der Einwand von dem Autor hier. Dieser Einwand hält keineswegs Stich, da das gegenwärtige Papsttum, also das zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sich selbst durchaus und in jeder Beziehung mit dem Mittelalterlichen identifiziert und noch niemals auch nur den leisesten Versuch gemacht hat, seine eigene Vergangenheit zu leugnen. Aber was für einen Sinn könnte es haben, sich zur Erforschung der letzten Ziele Roms in alte, vergilbte Urkunden einer fernen Vergangenheit zu versenken, wobei dann doch noch in jedem einzelnen Falle nachgewiesen werden müsste, dass Rom in der Tat auch heute noch genau ebenso denke wie damals, während uns das doch eine ganze Reihe päpstlicher Kundgebungen aus neuester Zeit zur Verfügung stehen, die über die Absichten Roms nicht den geringsten Zweifel übrig lassen. Da werden wir uns auch noch ordentlich mit beschäftigen. Dass Rom im Mittelalter den Anspruch erhob, die unumschränkte Herrin der Welt zu sein und in diesem furchtbaren Kampf um die Weltherrschaft die eigentliche Lebensaufgabe des Papsttums fand, ist allgemein bekannt. Man lese die Zusammenstellung der entsprechenden päpstlichen Erlasse bei Hönsbrech, unter anderem hier in seinem Werk auf Seite 12 fortfolgende. Ja, und in einer Fußnote sagt er, man kann das auch vergleichen, einige dieser allgemein verständlichen Schriften zu nennen, wie zum Beispiel von Schubert, Roms Kampf um die Weltherrschaft, von Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, herausgegeben und auch von Krüger das Papsttum religionsgeschichtliche Volksbücher. Also nicht nur Hönsbrech wird hier zitiert, sondern auch noch Krüger und Schubert, die auch Werke gemacht haben, in denen genau dasselbe bestätigt wird. Ja, das ist also schon wichtig, dass wir das hier ganz gut verstehen, was der Autor hier meint und wie der Autor eben auch seine
Punkte, die er hier anführt, begründet mit Quellen. Dann fährt der Autor fort und sagt, wichtiger und notwendiger aber scheint der Nachweis zu sein, dass Rom dies auch heute noch als letztes Ziel mit zäher Ausdauer festhält. Absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Und zwar Weltherrschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch und vor allem in sozial-kultureller und staatlich-politischer Hinsicht. Ich glaube, dass wir fast mit diesem Satz, den ich jetzt gerade eben gelesen habe, unsere Lesung heute eintüten können, wenn wir da jetzt auch ein bisschen drauf Kommentar drauf geben, ein bisschen drauf rumreiten, was der Autor uns hier jetzt ganz deutlich erzählt. Wir wissen, und deswegen ist der Titel dieses Heftchens ja auch Roms Ziele in Theorie und Praxis. Ja, erst wird die Theorie niedergeschrieben, das heißt, ein Plan wird niedergeschrieben und dann wird er in die Praxis umgesetzt. Wir wissen aufgrund all der verschiedenen Schreiben der römisch-katholischen Kirche, die sie niemals bereut hat, die sie niemals zurückgezogen hat, widerrufen hat, dass Roms schlussendliches Ziel absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt ist. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel kann man auch, nur mal eben nebenbei erwähnt, aus der Bibel ablesen. In der Bibel, ich nehme da mal eben die deutsche König Jakobus bei, da möchte ich euch gerne etwas draus zitieren. Ich muss nur eben mal ein paar Seiten hier runter scrollen. Ihr wisst ja, dass wir die Bibel übersetzen wollen ins Deutsche, die König James, also die 1611er König Jakobus Bibel aus dem Original Englischen ins Deutsche übersetzt. Und da gehen wir doch mal kurz in Jesaja, Kapitel 14. Und zwar möchte ich euch da mal eben zwei verschiedene Dinge in vorlesen. Einmal nehmen wir das aus der Schlachter 2000 Bibel. Muss ich mal eben sehen, dass ich das hier eben schnell aufkriege, ohne jetzt groß auf Pause drücken zu müssen. Ich habe das jetzt hier aufgemacht. Das deutsche, meine Übersetzung habe ich schon. Und in der Schlachter Bibel werde ich euch das mal eben vorlesen. Also wir gehen in Jesaja Kapitel 14. Ja, und da lesen wir ab Vers 12. Da 14. Ab Vers 12, ja, hier. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Da ist eine Fußnote bei in der Schlachterbibel, wo es dann heißt, leuchtender, glänzender, also lateinisch Luzifer. Ne? Lateinisch war in der Bibel natürlich im Alten Testament nicht drin. Da kommt es das hebräische Wort Hillel, woraus dann leuchtender oder eben leuchtender verstanden wird, was im Lateinischen Luzifer heißt. Ja, also, Kapitel 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberge im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Das sind Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15 aus der Schlachter. Und jetzt meine Übersetzung aus der König James ins Deutsche. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens? Wie bist du zu Boden gefallen, der du die Nationen geschwächt hast? Denn du hast in deinem Herzen gesagt, ich werde in den Himmel aufsteigen, ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben, ich
werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen an den Seiten des Nordens. Ich werde über die Wolkenhöhlen aufsteigen. Ich werde sein wie der Höchste. Und doch sollst du in die Hölle gebracht werden, an die Seiten der Grube. Derselbe Basistext, der masoretische hebräische Grundtext und diese zwei verschiedenen Übersetzungen. Wobei wir auch eben noch bemerken müssen, wenn wir in der Schlachterbibel lesen, wie auch in allen anderen korrupten Bibeln, ich nenne die Schlachterbibel jetzt mit Absicht eine korrupte Bibel, weil sie in vielen Versen eben korrupt ist, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Das fragt doch um ein Fragezeichen. Aber hier steht ein Ausrufezeichen dahinter bei all diesen korrupten Bibeln. Nur in der Original König James Bibel steht auch wirklich ein Fragezeichen dahinter, weil es ist eine Frage. Wie bist du vom Himmel gefallen? Und danach, ich meine, wir können ja noch ein anderes Mal, wenn wir mehr Zeit haben, nochmal auf die Analyse in Jesaja 14 eingehen mit den 5x Ichs, aber ich hatte da ja mit Michael in der satanischen Media eine Agenda bis zum Erbrechen drüber geschrieben, dass daher eben auch der Grund des Pentagramms herkommt, wie auch das Tapasorsi erklärt hat in seinem Buch Herrscher des Bösen. Da geht es ja um die 8-jährige Reise des Planeten Venus über den Himmel, die in diesen 8 Jahren einen 5-zackigen Stern in den Himmel zeichnet. Das ist eben das Pentagramm. Und diese 5 Punkte sind genommen von dem 5x Ich der Rebellion Luzifers hier im Himmel. Ich werde in den Himmel aufsteigen. Ich werde meinen Thron. Ich werde auf dem Berg. Ich werde über die Wolkenhöhen. Ich werde sein. Ne? Die 5x Ich-Rebellion, da kommt das Pentagramm eben her. Und ja, wie kommen wir denn da jetzt drauf? Weil wir hier in dem Buch gerade eben gelesen haben, und zwar Weltherrschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch und vor allem in sozial, kultureller und staatlich-politischer Hinsicht. Also, absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Auf Basis der Rebellion Luzifers im Himmel, der dann auf die Erde geworfen, Satan wurde, der Teufel, der Gegenspieler, dessen menschlicher Vertreter heutzutage sich Vicarius Filii Dei, der Stellvertreter Jesus Christus, nennt, der aber der Stellvertreter des Teufels hier auf Erden ist. Der Papst behauptet von sich selbst, Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch zu sein. Ich sage euch, der Papst ist der Teufel verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Und die römisch-katholische Kirche hat ihr Ziel, an dem sie mit Ausdauer festhält, absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Nicht nur über die Welt damals im Mittelalter oder vor dem Mittelalter noch, wo es da um die Zeit ging, wo sie mit dem römischen Reich, das römische Reich beherrscht hat, die bekannte ganze Welt. Nein, nein, wirklich die ganze Welt. Ja? Nicht nur ein Teil, sondern die ganze Welt. Und zwar Weltherrschaft, nicht nur im religiösen Sinne, das heißt also, jeder muss der Religion der satanischen römisch-katholischen Kirche folgen, sondern auch und vor allem in sozial-kultureller und staatlich-politischer Hinsicht. Also temporale sowie geistige Macht. Die zwei Schlüssel des Vatikans, der silberne Schlüssel der weltlichen Macht, der unter dem goldenen Schlüssel der geistigen Macht steht. Das ist das Endziel der römisch-katholischen Kirche. Absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Und jetzt versteht ihr auch, wenn ihr dieser Lesung bis jetzt gefolgt habt, warum diese Lesung mich so fasziniert, nachdem wir das zuvor gelesen hatten von James Edgar Wiley, das Buch von 1853, Das Doppelgesicht des Papsttums, dass dieses kleine Heftchen eine wunderbare Fortsetzung desselben Themas ist. Und deswegen habe ich das mit reingenommen, habe gesagt, das will ich noch lesen. Und ich werde mich die nächsten Tage beschäftigen mit dem Schuldbuch der Jesuiten von demselben Autoren aus dem selben Jahr, auch aus 1911, von Gustav Mix. Und werde sehen, ob das eventuell auch noch
Interessantes, weil das in dieselbe Kerbe schlägt, in dasselbe Thema einschlägt, wie das getan gewesen ist mit dem Doppelgesicht des Papsttums. Das Doppelgesicht des Papsttums, muss ich heute rückblickend sagen, das ist ein Buch, das ich, bevor ich es gelesen habe, total unterschätzt habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Buch den Impact und die Wichtigkeit haben würde, die es mit sich mitbringt, als ich es gelesen habe. Weil ich hatte ja beschlossen, das Buch zu lesen, bevor ich es durchgelesen habe. Aber was da drin steht, in den 1850er Jahren geschrieben, wenn man das überträgt auf die Zeit, in der wir heute leben, 2021 und weitergehend, und wenn ich mir jetzt angucke, was hier der Herr Mix geschrieben hat, der Gustav Mix geschrieben hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, und ich übertrage das auf die Zeit, wo wir heute sind, dann sehe ich, dass das, was hier geschrieben ist, dass wir da heute keine Autoren mehr für haben, die solche Dinge noch in Worte fassen, lass stehen in Bücher schreiben und diese veröffentlichen. Solche Leute gibt es heute nicht mehr. Aber das, was hier vor jetzt 110 Jahren geschrieben wurde und publiziert wurde, ist so aktuell, wie es nur sein kann. Und es weist darauf hin, dass die römisch-katholische Kirche A. unveränderlich ist, semper e adem. Das ist ja eine Behauptung, die sie selbst aufstellt. Und dass das Ziel, das letzte Ziel, nämlich das höchste Ziel, an dem sie mit Ausdauer festhält, ist absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Wenn wir wissen, dass das ihr absolutes Ziel ist, da arbeitet sie all die Jahre drauf hinaus, dann ist das nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Luzifer mit seiner Rebellion im Himmel damals bereits bekannt gemacht hat. Und Luzifer bedient sich natürlich irdischer Instrumente, in diesem Fall der römisch-katholischen Kirche. Das sollte einem jeden langsam deutlich geworden sein, obwohl wir noch mal ganz am Anfang dieses Buches stehen. Ich nicht viel gelesen habe, das kennt ihr ja von mir. Es gibt ja immer viele interessante Dinge dazuzufügen, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir auf diesen Punkt hacken, rumhacken, drauf stehen bleiben und uns davon bewusst sind, das ist Roms absolutes, höchstes Ziel, wo sie mit zäher Ausdauer festhält und wo sie in der ganzen Welt dafür sorgen wird, dass eben genau dieses Ziel durchgesetzt wird, dass sie schlussendlich Weltherrschaft nicht nur im religiösen, sondern auch sozial-kulturellen und staatlich-politischen Sinne haben wird. Unumschränkte, absolute Herrschaft. Da strebt die römisch-katholische Kirche nach. Und ich glaube, einem jeden, der in 2021 ein wenig seine Augen öffnet, wird es langsam deutlich, wo diese ganzen Agenden, die wir in dieser Welt täglich mit konfrontiert werden, wo wir Fernsehnachrichten und Sondersendungen und sowas schauen und Radionachrichten hören und Zeitungen lesen, also ich jetzt nicht, aber die meisten Menschen ja, begreifen, welche Agenda hinter dieser Agenda, die im Augenblick sich abspielt, liegt. Das muss man verstehen. Man muss den hinterliegenden, Entschuldigung, man muss den dahinterliegenden geistigen Ursprung und die geistige Agenda hinter der fleischlichen Agenda verstehen. Und genau das schreibt der Autor hier in diesem einen Satz. Aber wichtiger erscheint der Nachweis zu sein, dass Rom dies auch heute noch als letztes Ziel mit zäher Ausdauer festhält. Das sagt er 1911, heute noch. Aber da wir wissen, dass die Kirche sich ja nie verändert, dass sie nie eine Bulle widerrufen hat, dass sie nie ihr kanonisches Recht verändert hat, da wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche unveränderlich ist, wissen wir das, was der Autor hier 1911 sagt, 2021 dieselbe Gültigkeit hat. Und dass das Ziel, an dem die römisch-katholische Kirche auch heute noch mit zäher Ausdauer festhält, heute in 2021, dasselbe ist wie vor 110 Jahren, als der Autor diesen Satz hier geschrieben hat, dasselbe ist wie 300 Jahre davor, wie 500 Jahre davor und 300 Jahre davor.
absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Weltherrschaft nicht nur im religiösen, sondern auch im sozial-kulturellen, ich füge noch mal hinzu, wirtschaftlicher und staatlich-politischer Hinsicht. Das strebt Rom nach. Und wenn man das weiß, dann gibt es nur ein Ding, was man machen kann als römischer Katholik. Das ist dem Aufruf unseres Herrn folgen, der in Offenbarung 18, Vers 4 sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Plagen. Ich werde es mal eben aus meiner eigenen deutschen Übersetzung vorlesen. Offenbarung 18, Verse 1 bis 5. Und nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht ausübte, und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mächtig mit einer starken Stimme und sprach, Babylon, die Große, ist gefallen und wurde zur Behausung von Teufeln und zur Bewahrung eines jeden üblen Geistes und ein Käfig eines jeden unreinen und hasserfüllten Vogels. Denn alle Völker haben vom Wein des Zorns ihrer Unzucht getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die wundersame Kraft ihrer Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht von ihrem Schicksalsschlag empfangt. Denn ihre Sünden sind bis in den Himmel gekommen und Gott hat sich ihrer Missetaten erinnert. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dieses Buch weiterlesen wollen, bitte lest und studiert eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.